Ich bin hier mitten in der Probe. Es weihnachtet quer, ja. Ich kenne zwei auf der Bühne, stell mich hier mal dazwischen. Das ist Bettina und Salome. Bettina, fang du schnell an. Was ist hier so quer? Ich habe gemerkt, eigentlich weihnachtlich und trotzdem anders. Weihnachtlich und trotzdem anders beschreibt es ganz gut. Ja. Es ist ein satirischer Zugang zum Thema Weihnacht. Mit bissigen Anspielungen, mit Gedanken, die eben zum Nachdenken ein bisschen anregen, aber auch mit viel schönem Klang, mit viel Gesang, mit Liedern, die auch die besinnliche Seite sollen betonen. Salome, dann erzähl doch einmal, wer sind ihr, was für eine Truppe, wer macht hier mit? Also privat dabei ist Barbara Schneebeli am Klavier, dann wie gesagt Bettina Ofer, Ueli Ackermann und ich, Salome Jans. Und auf der Bühne sind wir Geschwister. Ja, ein Pfarrer und drei Atheistinnen, die sich hier durch den Oben schlönen. Okay, und mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Da haben Sie jetzt ganz einen kurzen Ausschnitt gesehen davon. Da können die ganze Produktion und die ganze Woche jetzt schauen, wo auch das Programm läuft. Die müssen unbedingt noch Billett holen. Und ich glaube, das ist eine richtig gute, quere, vorweihnachtliche Sache. Habe ich noch etwas vergessen? Nein. Willst du auch noch etwas sagen? Es ist absolut alles gesagt. Nur noch kommen. Eigentlich nur noch kommen. Okay. Möchte ich gleich nicht aufhören, Barbara, sag doch auch noch etwas. I want a hippopotamus for Christmas. Und du. Du, me too. Also, ab in Teufelhof.